Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Reaktion Seven vs. Wild, Folge Nummer 12, Krisengespräch heißt der ganze Aal. Ich bin Dominik Reetzmann, das ist meine Freundin Julia. Es wird crazy, es wird der helle Wahnsinn. Wir gehen rein. Direkt zu Lars mal wieder. Der hat in der letzten Folge gestruggelt, ne? Ja. Jan, du bist stark. Ich war stark. Du warst nicht, du bist stark. Ja, ich gehe schon stärker hier raus. Du gehst. Ich bin einfach wahr zu mir selber. Ich habe jetzt schon rausgefunden, ich weiß, wo drin ich stark bin. Echt, Lars ist am Struggeln, Mann. Was ich gut kann. Und vor allem, wo ich auch stark drin sein will. Jan, mir reicht das nicht, dass du sagst, ich lass dich nicht einfach so los. Geil. Mir reicht. Bro, Joey lässt ihn gar nicht raus, ne? Nee, der bindet ihn gleich irgendwo am Stock fest oder so, dass er den Knopf nicht drücken kann. Stell dir vor. Ist das nicht, wenn du sagst, das ist der Aspekt. Aber mit Halsband da. Das reicht nicht, Jan. Jan, du bist es mehr wert. Motivation. Ich schwör's dir. Wir sind hier, das sind deine Olympische Spiele. Ich weiß, ich habe auch an all deine Worte, die du mir die Tage über gesagt hast, die ganze Nacht, den ganzen Nachmittag darüber nachgedacht. Ich habe einfach meine Grenze erreicht, auch an dem, wo ich was gelernt habe und wo ich wirklich happy bin, dass ich es jetzt gelernt habe. Ja, Jan hat einfach keinen Bock mehr, Bro. Das ist einfach, Jan will im Grunde hier gerade sagen, hey Bro, ich möchte gern rausgehen, so, auch dass es keine Diskussion mehr ist. Und Joey denkt, dass Jan noch so Motivation braucht. Ja, aber eigentlich ja. Will er nur von Joey einmal den Satz hören, Jan, es ist okay, wenn du rausgehst. Ja, voll. Eigentlich will er nur das hören von ihm, aber er kriegt es nicht von ihm. Nee. Aber für jetzt ist Stopp. Okay, ich werde dich jetzt nicht irgendwie hier 2 Stunden quälen und zuquatschen. Und bitte sag nicht nein oder ja. Tu mir gefallen. Setz dich hin, denk drüber nach oder geh spazieren und sag mir in einer halben Stunde. So geil, wie Joey immer filmt. Immer diesen. Immer so. So geil. Ob du immer noch gehst oder nicht. Vielleicht tust du mir einen Gefallen. Und du bleibst bis morgen. Und wenn du immer noch morgen sagst, aus und vorbei, dann werde ich dich jetzt nicht quasi hier quälen. Ey, Rita, muss man sagen, aber auch korrekt von Joey. Er merkt so, dass Lars struggelt und sowas und sagt halt, denk nochmal kurz drüber nach, halbe Stunde, bisschen frische Luft, überleg nochmal und wenn immer noch, dann let's go. Ey, ich habe eine Frage. Ja? Weil ich habe das vorhin auch bei Kevin im Stream gesehen. Wenn das Team ihr jetzt wärt, auch nach 7 Tagen und einer struggelt so übelst mental, ja. Wie wärt ihr mit der Situation umgegangen? Boah, ich hätte, also sag mal, Kevin hätte gestruggelt. Mhm. Ich hätte gesagt, ey, ich hätte halt auch mit ihm so geredet, was genau ist sein Problem und sowas, was regt ihn auf, was stört ihn und hätte halt geschaut, ob man das vielleicht irgendwie fixen kann. Hätte ihm gut zugeredet, aber wenn ich merke, einer ist wirklich fertig, dann hätte ich auch gesagt, okay, dann lass mal's, dann ziehen wir den Stecker. Okay. Ne? Real Talk. Was willst du machen? Ich glaube, es macht keinen Sinn. Ja, was willst du machen? Du kannst ja keinen zwingen so. Wenn einer mental, das Ding ist das, wenn du merkst, einer hat mental schon aufgegeben, dann ist es over. Aber dann kannst du den nicht wieder zurück ins Boot holen. Wenn er auf der Kippe ist, dann kannst du den noch so reinmäßig. Aber wenn einer mental schon over ist, ist es over. Aber würdest du dann, wenn jetzt Kevin Jan wäre, würdest du dann auch so wie Joey so eine Ansprache halten oder würdest du... Weil du bist ja mit Kevin übelst gut befreundet, du würdest ja schon merken, dass bei dem eigentlich over ist. So. Dann würdest du ja nicht so wie Joe jetzt noch eine Ansprache halten, sondern würdest halt sagen, ey... Doch schon. Bro, ich merke das. Ja, würdest du trotzdem... Ich glaube, ich würde trotzdem sagen. Okay. Ja, ich würde trotzdem, glaube ich, so eine Rede halten und versuchen nochmal, die letzte Flamme zu wecken. Okay. Joey ist ein Guter, ja, Mann. Bleib doch bitte und hast du nicht gesehen, weil... Du weißt, wenn du gehst, ne... Sind wir als Team. Ich bleibe, das weißt du, ne? Ich gehe nicht mit dir. Guck mal, das ist nämlich das Ding. Joey würde niemals mitgehen. Nein, niemals, ja. Ich bleib genau hier. Ich mach die 14 Tage, auch wenn ich disqualifiziert bin. Ich bin bestimmt nicht hier nach Kanada geflogen, bei Seven vs. Wild,
nach 7 Tagen aufzugeben. Wie er das sagt, als wäre Jan so eine Überbitch. Ich bin bestimmt nicht hergeflogen, nach 7 Tagen aufzugeben. Wer bin ich denn? Völlig dumm? Krank. Noch ein Aspekt. 7 Tage ist die Mitte. Ab morgen geht's bergab. Wir sind jetzt bei der Hälfte, ne? Und ab morgen wird's jeden Tag einfacher. Und deswegen tu mir zumindest den Gefallen. Denk gut drüber nach. Ab morgen geht's bergab. Auch geil eigentlich. Ja, stimmt. Man denkt da nicht so drüber nach, weil so die Metapher mit dem Berg stimmt ja, Bro. Aber es geht, ich würde sagen, bei Lars geht's seit Tag 1 bergab. Also mental geht's bergab. Jetzt keine schnellen. Ja. Von der Zeit her geht's bergab quasi. Das wie Karl Chakalea schon gesagt hat, mental schon fast Game Over. Lass dir Zeit. Ob du bis morgen zumindest bleibst als Gefallen zu mir. Oh, das ist jetzt aber ein bisschen. Das ist jetzt ein bisschen, sag ich mal. Er sagt jetzt, bleib bis morgen, um mir einen Gefallen zu tun, Bro. Jetzt tut er ihn ein bisschen, wie sagt man, Heatwaven? Gaslighten. Ist das Gaslighten? Das ist Gaslighten. Doch, das ist komplett Gaslighten. Joey, lass ihn gehen, wenn er gehen. Wenn er gehen willst, dann lass ihn gehen. Die anderen haben uns ausgelacht, als wir meinten, wir machen an Tag 7 eine fette Wanderung. Ich glaube, Fritz hat gelacht und Martin. Und so, ja, mach das mal. Ich glaube auch die Naturensöhne und ich glaube sogar die Leitung, meine ich. Kann auch falsch sein, aber wir wurden belächelt. Bei denen ist richtiges Scheißwetter, ne? Die sind richtig dick, dicker angezogen, auf jeden Fall als die letzten Tage. Ja, schaut einfach mal, wie Wieland da aussieht, da rechts. Bruder. Er hat seinen Hut nicht mehr auf. Alle, die raus sind, jo, das stimmt, aware. Als es hieß, wir machen eine fette Wanderung und wollen die. Ey, das Team ist auf jeden Fall auch echt stark, Mann. Ich weiß halt nicht, was die mit ihren Wanderungen da immer, was da so abgeht, aber die machen halt ihr Ding da, ne? Landschaft zeigen. Was machen wir gerade? Sumatras Stimmung kippt, weil wir keinen Fluss und See finden. Ich glaube, bei mir wird sie erst wieder kippen, wenn wir im Shelter zurück sind. Wow. Ich muss sagen, so sehen Wieland Zara gerade auch irgendwie echt stylisch aus. Weiß nicht, ja, oder? So nach hinten, ja. So nach hinten sieht krass aus, ne? Weil noch erfreue ich mich hier gerade einfach an der Natur, wie es ist, dass wir mal einen Standortwechsel haben. Alter, sind wir weit weg. Yo. Ganz, ganz, ganz da hinten. Irgendwo ist unser Shelter. Shit. Holy shit. Oh mein Gott, die Insel geht hier weiter. Hals, Maul, ist die Insel riesig. Wie krass. Ah, die geht ja noch so die Kurve mäßig, haben die nicht gedacht. Ja? Hier sind überall Wolfsspuren. Wow. Sieht verrückt aus. Hier wachsen zu 1000% andere Pflanzen als bei uns, ne? Ja. Nicht eine Pflanze wie bei uns. Hier ist einfach kein Moor. Wir wollen jetzt noch bis zur Ecke. Aber man muss auch sagen, auf so Sandlaufen da, auf diesem Stranddings, ist auch echt anstrengend. Das ist echt nochmal anstrengender, als wenn du das einfach über einen normalen Untergrund laufen würdest, so. Ja, und vor allem, wenn du 7 Tage nichts gegessen hast. Das ist noch on top, ja. Und da nochmal rumgucken, nochmal rumschreien. Aber auch parallel nach Bären auch schon. Hier wachsen sogar Laubbäume. Wir hören hier Möwen und Vögel zwitschern. Es ist so erfrischend, aus dem Mangrovensumpf wegzukommen. Großartig. Der ganze Strand besteht nur aus Wolfsspuren. Und die buddeln hier alle. Jo, was ist das für ein Ding? Warum machen die sich da? Haben die eine Witterung auf? Das sieht komisch aus. Wölfe buddeln doch nicht so, oder? Ja, vor allem, das sieht so. Keine Ahnung. Irgendwie, als wäre das ein Eingang zu einem Bau gewesen, der zugeschüttet ist oder so, von ne? Von Mäusen oder so. Komisch, Alter. Und auch buddeln die. Alter, guck mal da unten auch. Krass, wie viele Spuren da sind. Da liegen die einfach bei Regen. Wir sind voll drin. Wir sind voll drin. Die Wölfe denken, sie verfolgen uns, aber wir verfolgen die Wölfe. Das war Kevins Wichselloch. Oder das ist ja komplett gottlos. Ich hab Scheiße gefunden. Hier ist alte Wolfskacke. Hm. Alte Wolfskacke. Hier hat ein Wolf gekackt. Hm. Warum kackt der hier einfach hin? Findest du das schlimm, so beim Essen kacke zu sehen? Alter, das sind ja hier Riesenabdrücke. Guck mal. Die müssen echt groß sein. Das sind so welche Brecherwölfe, die hier langlaufen. Küstenwolf, Unterart Grauwolf. Der Küstenwolf ist eine kleinere Unterart des Grauwolfs. Dieser Wolf kann bis zu 50 Kilo wiegen. Küstenwölfe gelten als besonders anpassungsfähig, da sie neben Beutetieren und Fischen auch Pflanzen als Nahrungsquelle sind. Okay. Oh, hier wachsen also bisher die gesamte Strecke sind nur geile, diese Fake-Himbeeren. Boah, guck mal, wie man die da sieht, die Spuren. Hier in dem Sand sieht man die echt krass. Wow. Zeig mal hier. Ja. Wir haben
Aber am Ende des Tages sind das vielleicht so 5 Wölfe, ja, die da so ein bisschen herlaufen, oder? Das ist ja direkt so eine Stunde vor unserem Aufwachen hatten wir ja diese riesigen Wolfsspuren bei uns an der Ebbe. Ja, hab ich auch schon gesehen. Diese riesigen Wolfsspuren bei der Ebbe. Hat er gesagt, da ist eine Leiter? The fuck? Dann hab ich einmal das Wolfsjaulen gehört in der Ferne und Rumatra einmal das Wolfsbellen. Oh mein Gott, Max! Eine Glasflasche? Was? Da können wir kochen vielleicht. What the fuck, Bro? Digga, was haben die für krassen Müll da auf ihrem Strand? Junge, wir hatten nur Scheiße. Feuer hängen, die kriegen wir nicht geschmolzen. Sind die nicht platzt? Stimmt. Müssen wir sie leicht übers Feuer mitnehmen? Nehmen wir auf den Rückweg mit. Ey, aber Leute, guckt euch das mal an. Hier ist ein lebendiger Wald. Seht ihr das mal bitte? Die haben Tanzzapfen, hier sind Vögel. Hier ist Rasen. Hier lebt zum ersten Mal was. Und nicht im scheiß Mangrovenmorast. Das ist sehr erfrischend mal zu sehen. Ja, Max hat so einen Hass auf diese Mangroven-Ding, gell? Aber sehr unerfrischend zu wissen, dass wir jetzt wieder den ganzen Weg zurückgehen, um wieder im Sumpf zu chillen. Da hinten ist unser Shelter. Da sind wir die Bucht gegangen. Die Steine hoch, über all die Steine. Diese Bucht lang gegangen, über diese Steine geklettert, super weit nach rechts. Die ganze Bucht. Und dann sind wir noch ganz weit nach rechts. Krank. Ist das fantastisch. Aber halt auch nichts gefunden. Also es war halt absoluter Kalorienverbrenner, der Aal, ja, ne? Zu unserem Shelter zurückzukommen. Der ist ja so toll. Da werden wir jetzt so einen Mittagsschlaf drin machen. Wow. Lars, mir zuliebe musst du dich jetzt komplett nackt ausziehen. Oh Mann, das tut mir voll leid. Jetzt kommt ein Real Talk, glaube ich. Und die traurige Musik auch noch, ne? Scheiße. Joe ist wirklich ein überragender Mann, geisteskranker Teampartner und inspirierend sein Faller. Aber ja, meine Entscheidung ist gefallen. Für mich ist es hier heute vorbei, an Tag 7. Hälfte geschafft. So viel wie die Teilnehmer in den 2 Staffeln zuvor. Also die Gewinner. Damit bin ich wirklich sehr, sehr happy. Und ich will mich jetzt einfach wieder meinem wahren Ich widmen. Und das ist Spaß haben, Stimmung verbreiten, mich in sinnlose Stunts reinjagen, mich von irren Höhen stürzen. Aber hier das Survival-Experiment irgendwo in Kanada ohne Essen, das ist für mich jetzt vorbei. Da ich find's krass, der ist wirklich so gebrochen, der Mann. Wirklich, als hätte man den so, keine Ahnung, als wäre der so durch so ein fucking so CIA-Terrorverhör gegangen. Ja. Der ist wirklich die Persönlichkeit ist richtig gebrochen so. Ja. Krass. Also, ich habe jetzt auch noch nicht so super viel vorher von ihm konsumiert und so. Oder weiß auch nicht, wie er sonst drauf ist, aber man merkt schon, dass er so anders ist als am Anfang auf jeden Fall. Ja, 100 Pro. Das ist wie ein anderer Mensch. Das ist richtig krass, Alter. Richtig, richtig krass, Mann. Shoutouts, wirklich. Respekt, Mann. Respekt. Aber 7 Tage ist auf jeden Fall auch eine gute Leistung, also. Dicker, ja. Auch halt, die Teamkonstellation ist ja auch schwierig und so, eben, ne? Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie lange hätte Jan jetzt gemacht mit seinem besten Kumpel zum Beispiel, ja? Ob hätte das einen Unterschied gemacht oder nicht vielleicht, ne? Weiß man nicht, ja. So, ist halt auch schwierig, 2 fremde Personen auf einmal, hey, am nächsten Tag, ihr geht es zusammen raus, so, bumm. Ist halt auch krass. Safe. Wie gerade erwähnt, verliere ich mein wahres Ich. Und da muss ich einfach, egal wie viele Millionen Zuschauer hier jetzt gerade wahrscheinlich auch zugucken, sich jetzt irgendwelche Gedanken machen, da bin ich jetzt wahr zu mir selber und zu all meinen Werten und sag, geile Erfahrung, viel gelernt, sehr, sehr, sehr viel über mich selber gelernt und jetzt aber einfach so weit, dass ich nicht mehr viel lerne, außer dass ich mich quäle. Das werde ich Joey jetzt nochmal genauso sagen. Es tut mir wirklich leid für ihn, aber ich weiß, dass er es genauso geil und gerne auch alleine jetzt hier... Ich sag ehrlich, für Joey ist jetzt gar nicht so ein krasser Unterschied. Ob er da jetzt alleine ist oder halt... Ja. So, der macht halt der ist eh so in seinem Film drin. So. Ich glaube, der hätte das auch erst nach so einem halben Tag gemerkt, wenn Jan einfach mal plötzlich so weggefahren wäre mit dem Boot. Ja. Hätte er gar nicht gemerkt, glaube ich, erstmal. Erst so abends, das denkt, warte mal kurz, wo ist hier der andere, Alter? Aber ich glaube auch generell, also, die kamen ja schon so mit zurecht, ne? Aber ich glaube auch, dass so nicht so super viel Kommunikation auch die letzten Tage zwischen denen so stattgefunden hat. Also, ich glaube jetzt nicht, dass die sich da irgendwie jeden Tag so hingesetzt haben und sich erstmal die Lebensgeschichten voneinander
da so erzählt haben. Ja. Und ich glaube auch nicht. Deswegen hat er jetzt vielleicht auch nach 7 Tagen abgebrochen, weil ihm dieses Psychische so krass zugesetzt hat, weil die anderen Teams hatten damit ja, würde ich so sagen, bisher gar keine Probleme, was man so mitbekommen hat. Ja. So mit Isolation mäßig und so. Ja, nicht so akut zumindest, also zumindest nicht so wie in den ersten beiden Staffeln. Ja, also es war halt einfach kein Team, es war keine Einheit. Ja, genau, es waren einfach so, ja. Joey hat so sein Ding gemacht und entweder hat halt Jan mitgemacht oder nicht. Ja, genau. Weil er halt auch so diese genaue Vorstellung, als er reingegangen ist, wahrscheinlich schon hatte. Ja, Joey hat halt einfach die Calls gegeben und er hat mitgemacht, ne? Ja, genau. Durchzieht und bringe mir jetzt halt Wasser zum letzten Mal und dann werde ich den gelben Knopf drücken. Ja, jetzt wird gedrückt. Jetzt kommt der Call, jetzt kommt das Gespräch. Oh, jetzt kommt das Gespräch, Jeff. Junge, was ist das? Diese 3 Mini-Bären. Ich hab dir ein paar Blaubeeren geholt, Jan. Oh nein! Oh Mann, ich würde mich so schlecht fühlen an. Oh Mann! Ja, das ist so süß von ihm! Er macht's ihm so schwer! Ja. Okay. Ist ja nur so eine Handvoll. Ich will ihn im Hessen da. Nee? Okay. Ja, sprich's aus, Bro. Sprich's aus. Ja. Meine Entscheidung ist gefallen. Werde jetzt hier gleich aussteigen. Damn. Ich kann dich nicht überzeugen, Damn. Jan. Zu bleiben. Ein Tag. Für mich. Ich will. Nee. Bruder, mach doch nicht so. Ja, aber was will ich sagen? Ich will für dich auch einen Tag. Ja. Länger bleiben. Was willst du? Ja, ich glaube, Joey denkt halt, wenn er jetzt dieses. Er denkt, Jan hat gerade nur so eine Tiefphase, wenn er die überwunden hat, am nächsten Tag ist er wieder so voll auf Bock und so. Aber das ist das, was ich meinte. Wenn einer aufgegeben hat im Kopf, dann hat er aufgegeben, Alter. Ja. Dann ist das over, ne? Hast du denn halt quasi im Hotel rumgammeln? Weiß ich nicht. Ist mir auch gerade egal. Ich glaube, das Gefühl kennt Joey Kelly auch nicht, weil ich glaube, alles, was der gemacht hat, hat er bisher durchgezogen. Wahrscheinlich, der hat noch nie aufgegeben, der kennt das nicht. Wahrscheinlich kennt er es nicht und er denkt vielleicht, er will Jan vor einem Fehler bewahren oder so, ne? Ja, safe. Ich will hier einfach weg und meine Entscheidung ist gefallen und... Aber wovon hast du Angst? Dass ich hier psychisch verfall und ich will einfach nicht in dieser Verfassung sein. In der Hölle. Ich akzeptiere es. Und auch wenn es mir natürlich für mich nicht gut ist, weil damit sind wir als Team nicht mehr im Rennen. Das ist. Aber ich bleibe. Ich bleibe. Aber ich finde krass, also dass es ihm selber auch so schwer fällt, dieses Disqualifiziertsein. Ich schätze jetzt Joey nämlich eher ein als ein Typ, der einfach mitmacht für das Erlebnis. Klar, also er will die 14 Tage schaffen. Ich dachte immer, das ist, worum es ihm geht. Also ich glaube, er wäre halt enttäuscht, wenn er jetzt zum Beispiel vorher aufgeben müsste, weil er bricht sich das Bein oder so. Aber er kann ja die 14 Tage auch ohne Lars machen. Ja. Er kann ja auch einfach so machen. Aber er ist auch sehr competitive wahrscheinlich. Ja. Und er hätte wahrscheinlich auch echt Bock gehabt, halt das zu gewinnen. So diesen Gewinnertitel zu tragen wahrscheinlich. Ja, ne? Zu 100%. Also der ist krass ehrgeizig. Und für ihn ist es ja dann, also der hat ja quasi verloren, weil das haben ja nur die Teams gewonnen, die halt 14 Tage gemacht haben, so, weißt du? Ja, aber so... Und in dem Sinne ist es dann ja dann... ein Versagen, ich mein, auch nicht von ihm direkt auf dem Papier Team halt. So, auf dem Papier, aber wenn er selber das alleine schafft, hat er ja gewonnen. Ja, aber für sich selber, er denkt sich halt so, ja, was bringt das für mich selber, so, weißt du? Na, keine Ahnung, ja. Ja, ist halt so eine bürokratische Frage dann, I guess, ja. Ja. Offiziell, ja, klar, aber so, ja. Ja, okay. Hier schreibt einer, zur Challenge gehört halt auch der Teamaspekt, ja, genau. Und wenn du halt, also... Fair.
hast du ja trotzdem die Aufgabe nicht erfüllt, fair, wenn du es dann die nächsten 7 Tage noch alleine durchziehst. Fair, okay, fair. Wenn das eine Team-Challenge ist und einer geht raus, dann hast du zumindest als Team halt versagt oder verloren oder so. Ne? Ich will es nicht versagt sagen. Guck mal, das Ding ist, die haben das ja extra auf 14 Tage erhöht, weil du halt diesen Isolationsaspekt nicht mehr hast. Ja. Wie in den ersten beiden Staffeln. Ja, ich check. Das heißt, du musst ja als Team auch irgendwie miteinander arbeiten, dass dir diese Isolation nicht so schwer fällt oder dass es dich halt psychisch nicht so mitnimmt, was ja ein sehr großer Aspekt war in den ersten beiden Staffeln. Hm. Und aber scheinbar hat das ja dann Jan nicht gereicht bis zu dem Punkt. Ja. Ah, okay, so, okay, ja. okay, quasi so, dadurch, dass, okay, weißt du, könnte man so interpretieren. So dieses gegenseitige Aufbau. Oh, das habe ich noch nie drüber nachgedacht. Wie ihr das gemacht habt zum Beispiel. Ihr habt euch ja super krass bestärkt immer bisher und ich glaube, ohne denen jetzt irgendwas zu unterstellen, weil man sieht ja auch nur das, was reingeschnitten wurde, aber ich glaube, das gab es bei denen halt nicht so. Oh, ich habe so noch nie drüber nachgedacht, aber dass Joey, aus Joeys Sicht, dass er sagt, wenn mein Teammate abbrechen muss, weil es ihm psychisch oder so zu schlecht geht, dann habt ihr auch ich als Teampartner irgendwie versagt, weil eigentlich wäre es die Aufgabe von uns beiden halt als gegenseitig gewesen, uns zu supporten und ja, vielleicht. Und, okay, crazy, ja. Ja, aber man weiß ja, das Team wurde zusammengewürfelt und so, also, Digga, all eben, good. Eben, genau, so. Ja, deswegen, also das ist ja, also ich glaube, das war sogar fast die schwerste Aufgabe für das Team, weil die sich halt so absolut gar nicht kannten, ne? Ja. Das ist ja eine, die 100%. Krass, also das Team hat es, was den Aspekt angeht, mit Abstand am schwersten gehabt. 100%. Wirklich dickes Shoutout auch an Jan. Ja. Ich habe den ja auch so, also abseits von jetzt der Challenge da kennengelernt so. Und es ist wirklich ein richtig, richtig guter Typ. Der, glaube ich, auch, selbst wenn er mit seinem besten Kumpel dort wäre oder so, hätte er, glaube ich, richtig krasse Schwierigkeiten gehabt, weil das einfach ein Typ, der muss immer die Action, immer das, genau, Entertainment und so haben. Aber natürlich mit so einem Wildfremden, sage ich mal, in dem Sinne, ist natürlich noch schwerer dann. Ne? Ich gehe nicht. Wow. Oh, Seven. Danke dir. Ich danke. Joey. Wir sehen uns in ein paar Tagen. Ich bin in 7 Tagen. Lars. Genau. Wie lange halten wir das? Starker Kämpfer. Wir halten das, bis das Boot kommt. Okay, jetzt ist der Moment gekommen. Ich glaub, ihr blöd war. Nein, guck, Chat macht doch auch alle. Von okay. Joey und Jan. Die wollen rausgeholt werden und aktuell ist die Wetterlage, lässt es an dem Punkt gerade nicht zu, mit dem Boot anzulanden. Deshalb organisieren wir eine Helikopterabholung. Oh, mit Heli sogar. Oh, shit. Der feine Herr. War richtig unangenehm. Du hast schon ein schlechtes Gewissen, dass du aufhörst und dann schicken extra sogar noch Heli. Wurden die beim Aussetzen per Boot ausgesetzt oder auch mit Heli? War das ein die Team mit Heli? Die wurden mit Heli, ja. Glaub es. Ja, ich. Dicker, oh mein Gott, ey, ich würde mir so dumm vorkommen, scheiße. Da kommt der Heli, für mich heißt es Feierabend anfangen. Er ist jetzt schon wieder gut drauf. Ja. Man merkt halt jetzt, er ist so erleichtert gerade. Ist zwar eine kleine Niederlage, aber trotzdem auch großer Sieg für mich. Ich habe geisteskrank wieder mit Stimmung, Spaß und Hype durch den Tag zu gehen. Joey wünsche ich alles Gute für die 7 Tage. Und ich sag, Glück auf und schlaf up your life oder was? Feierabend Anfang! Okay, bist du ab? Ich denke, dass du runterfliegst. Lass dir auch selber was machen. Lars, O7, Lars im Chat. O7, Lars im Chat. What the fuck, Hubschrauber? Richtung Sicherheit. Lars ist weg. Wow. Wow. Das ist boah, krass. Die Animation ist immer krass. Ja, ey, noch ein Team weg, Alter. Noch ein Team weg, Alter. Krank. Wow. Vor allem krass, dass es in der Staffel auch, also gut, gab es in den vorherigen Staffeln natürlich nicht, aber dass es da jetzt auch so eine Konstellation gibt, dass nur einer halt rausgegangen ist von einem Team. Eigentlich auch interessant zu sehen, ne?
True, ja, ja. Weil in der letzten Staffel gab es ja so, dass die Leute halt disqualifiziert werden, aber weitergemacht haben, ne? So wie zum Beispiel Niklas und Fire. Ja, okay, ja. Der hat das gemacht. Ja gut, ist jetzt ja quasi auch so, aber halt nur mit aber einer ist drin geblieben quasi, genau. Ja, ja, ja. So, jetzt ist der Flug weg. Und Jan. Da oben geht er. Genau, nach 7 Tagen war Limit für Jan. Ja, trotzdem Respekt für 7 Tage durchhalten. Komm, er bleibt doch korrekt. Er bleibt muss man erstmal machen. Bleibt doch korrekt. Schade für mich, aber ich bleib hier und kämpfe weiter. What the fuck, Respekt. What the fuck, durchhalten. Was ist jetzt los? Durch Jans Abbruch ist sein Teampartner Joey Kelly automatisch mit ausgeschieden. Auf einen Wunsch wird er versuchen, die... Seht ihr am 24.01. in einer Bonusfolge auf YouTube. Oh, krass, okay. Wir haben wieder was Geiles gefunden heute Morgen am Beach. Dicker. Das ist richtig Geiles. So. Haben die jetzt auch eine Isomatte? Oh, was ist denn das? Wo stammt dieses Teil? Eine Dachschindel haben die erwartet. Ja, geil. Waffe. Perfekt. Geil. Guck mal jetzt nochmal unseren Schalter an. Boah! Ganz ehrlich. Nicht schlecht. Hier könnte man echt ewig bleiben. Erhütte. Das ist easy. Berghütte. Im Paradies angekommen. Das Erste, was wir jetzt machen, ganz klar. Schauen, ob ein Fisch im Netz ist. Ja, oder safe, vielleicht sogar oder? Zwei. Oder vielleicht sogar. Also letztes Mal war keiner drin, als sie geschaut haben. Gar am Haken. Wir haben beides ausgelegt. Dann schauen wir jetzt gemeinsam mit euch. Ihr seid live dabei rein. Safe ist einer drin. Aber das ist auch krass, weil das sieht auch aus, als wäre das ist wirklich auch schlimm, so ein oder? Tümpel. Und da sind ein Fisch. Oder? Ja, man will es nicht denken, ne? Nee. Warte mal, warte mal. Verdammte Scheiße! Das ruhig, ist schon Content-Knossi. Bruder, die Schnur war 0% verhakt. Was macht der da? Ruhig bleib, ruhig, ruhig. Oh, es glitzert was. Fisch! Fisch! So ein Mini-Fisch, ne? Fisch! Wow! Oh, so eine Flunder. Fisch! 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 Das Netz ist Gold! Boah, ein großer. Aber ein dünner. Wieder so ein dünner, gell? Ganz dünner. Ja, der hat dir nicht so geschmeckt, meinten die letztes Mal. Wieder diese dünnen Schollen. Super. Tipptopp, Sascha. Ja, muss man sagen, kranker Spot da, ne? Aber man sieht halt, der Tümpel bei denen, das ist zumindest so, dass du den Boden nicht richtig siehst. So tief ist es zumindest. Der Tümpel bei uns war halt so, der war halt wirklich, da war so viel Wasser drin. Also original so tief war der, ne? Ja, es gibt was zu essen heute. Siehst du, das Netz einfach auslegen. Das Netz immer auslegen. Du machst nichts falsch. Digga, dieses Netz, krasser Mann. Einfach so ein random Zuschauer hat es denen gegeben, ne? Ja. Sogar, ich habe das ja gar nicht gewusst, bei Panama eigentlich schon, aber Knossi hat sie mitgenommen. Ah. Vor allem, er hat auch mit Ansage gesagt, irgendwie so, in diesem Netz werdet ihr Fische fangen. Ja, ja. So mit Ansage. Ja. Wie confident er war, der Bre. Akif aus Rastatt. So, Freunde, ich werde jetzt versuchen, den Sack hier, kann man den sehen? Ja. Den wir tagtäglich hier den Baum hochziehen, wieder abzumachen. So der Sack. Schützen wir unsere Medikamente als auch die Brühe etc. vor den Bären. Denn ich denke, diese Mittel werden extrem wichtig werden, so ab Tag 10. Schwer zu sagen. Meinst du, die Bären haben genau, Bock auf Medikamente? Genau, heute ist der Plan von Hannah und mir, dass wir gemeinsam Brühe kochen werden. Pillen? Die schmecken dem bestimmt die auch. Die poppen ein paar Pillis oder was? Vielleicht ein paar Schnecken sammeln, ein bisschen Nahrung zu uns nehmen und dann einfach mal ein bisschen chillen. Mal sehen, wie der Tag sich entwickelt. Ey, wie spannend. Ich wollte jetzt heute Morgen mal meine Reuse kontrollieren. Aber? Und Krebs alles drin. An Krebs ist draußen. Aber die Flut ist heute auch viel, viel höher gewesen. Und gestern war so Wind und Sturm. So mäßig, dass irgendein Tier hat das anscheinend rausgefressen bei ihr. Für mich. Es ist einfach... Oh, also Mini-Mini-Krebs. Den werden wir gleich mal wieder freilassen, aber... Damit kannst du ja nichts anfangen. Ist nee, aber Bro. Geil, das heißt, wir werden heute mal so kleine Fische, hier liegen immer so tote kleine Fische, vielleicht in die Reuse reinpacken und gucken, ob wir morgen was fangen.
Finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Oh, das heißt, die Frage ist, passt der Krebs, passt ein großer Krebs überhaupt durch das Ding durch? Es heute gibt's Schnecken und Brühe. So, während Ann-Kathrin Reusen und so weiter kontrolliert, bereite ich jetzt schon mal hier unser Feuerholz vor. Egal jetzt. Da ist dann unsere Feuerstelle. Die leben ihr Leben heute da, ne? Die machen ihr Ding. Definitiv alles schon ein bisschen langsamer, ein bisschen schwerer. Bei schnellen Bewegungen merkt man dann gleich, es dreht sich ein bisschen. Aber ja, wenn in der Reuse nichts ist, wenn wir auf diese Schnecken gehen, die auf diesen Steinen drauf sind, und eine Gemüsebrühe machen. Schnecken, Alter, das ist es nicht. Schauen wir mal, wie das mit dem Feuer machen wird. Aber wenn man weiß, was man dafür bekommt, dann geht das schon irgendwie. So, während Hanna sich gerade damit beschäftigt, das Feuer vorzubereiten, sammle ich gerade die Nahrung. Unsere Nahrung für heute sind Schnecken. Denn die Schnecken, die kann man hier essen, auch aber, wenn Red Tide ist. Vom Ding her, die sagen jetzt, das sind Schnecken, ne? Ja. Aber hätten die jetzt gesagt, das wären Muscheln, hätte ich denen auch geglaubt. Ja, Muscheln. Woran sieht man denn, dass das Schnecken sind? Das sieht aus wie eine Muschel. Ach, es gibt auch die. Nee, gibt es Muscheln, die so offen sind an einer Seite? Nein, oder? Muscheln sind doch immer so. Ja, aber die kleben ja doch am Felsen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich dachte, das sind halt so Muscheln, die sich halt am Felsen festkleben. Also für mich, also die hätte. Mir hätte man die auch als Muschel verkauft. Da hätte ich im Restaurant 12 Euro für bezahlt mit einer kleinen Vinaigrette noch dazu. Fertig. Was für 12 Euro? 20 Euro hättest du bezahlt dafür. Wahrscheinlich, ja. Weil so gesagt hast, Atlantikmuscheln, Pazifikmuscheln. Lecker, lecker, lecker. Mit einer Vinaigrette, klar. Weil die das nicht annehmen im Vergleich zu den Muscheln. Die Muscheln saugen das auf wie einen Schwamm. Deshalb, falls ihr euch fragt, warum wir keine Muscheln essen, das liegt daran. Auch wenn das hier nicht danach aussieht, als ob hier Red Tide ist, will man trotzdem natürlich sicher gehen, denn man will nicht krank sein und hier in den 14 Tagen krepiert. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Ja, und so die Schnecken geben enorm viel Energie. So, hier habe ich schon das ein oder andere drin, habe mir hier so ein kleines... Ja, du hast recht, die sehen schon ein bisschen muschelig ich find, aus. Das sieht aus wie eine Muschel. Ja, ich check. Einen ganz spitzen Stock besorgt und kratz die Ich check, hier. Was du sagst. Jetzt gehe ich immer so drunter. Kann auch einfach mit den Händen machen, aber... Ja, natürlich klappt es jetzt. Ich krieg Motion Sickness, Alter. Wenn ich Kamera draufhalte? Jo. So, geh ich so drunter und hebel die dann so raus. Ja, das ist zum Beispiel eine Muschel. Das oben links. Nein, das ist auch eine Schnecke. Achso, nee, ich meine genau oben links, das sieht aus wie eine Schnecke. Ja, das finde ich auch eine Schnecke. Das hätte man mir nicht verkaufen können als eine Muschel. Ey, vielleicht ist aber das auch flachen? Eine Art. Vielleicht ist das auch von einer Art von Muschel, aber bei Muscheln sind nur von Red Tide diese Doppelschaligen betroffen. Muscheln können immer komplett schließen. Here we go. Und dann sieht das ja, die so aus, so, echt kommt rein und wird dann gleich im Wasser aufgekocht. Ich habe einen Tisch gefunden. Alter, sieht das schön aus. Guck mal, einfach eine Tischplatte oder so. Das ist echt cool. Puh, die Sonne kommt raus. Dann wasche ich so, sie hier mal. Hier kann man auch, jetzt oder? Die Ausbeute sehen. Ganz klein anfangen. Mittelmäßig drauf. Und dann großes drauf, hier kann man das ganz gut sehen. Boah, das und brennt wieder geil, die das trockenen Zeug. Zederblätter. Oh, da wurden bestimmt die Grillanzünder verwendet, oder? Na klar, na klar. Dabei, die ganz gut. Grillanzünder, brennen. Das zählt doch. Jo. Also ich habe da jetzt gerade keinen Grillanzünder. Jetzt machen wir das. Ja, aber weil da hier ist, oh, freuen wir uns auf die Brühe, oder? Nein, da ist kein Grillanzünder drin, Chat. Ja. Heute ist irgendwie so ein Schlappitag. Seht ihr den Stuhl? Fühlt sich irgendwie geil an. Da könnte ich jetzt auch einfach die nächsten 10 Stunden drauf sitzen. Ha. So, wir haben jetzt das erste Mal gekocht und jetzt kann man sich sehen, wie die Schnecke sich sind von der Schale jetzt? Löst. Und das hier werden wir jetzt nochmal kochen. Ja. Hier filtern wir jetzt durch den Buff unser Wasser nochmal durch. Das Schneckenwasser? Trinken die das Schneckenwasser? Die Brühe. Boah, ich bin gerade ja, fair beim halt so Heulen. Eine, so eine Schneckenbrühe gemacht. Dicker, wie kann es eigentlich sein, dass Affe in jedem Cut, wo sie ist, eine andere Frisur hat? Unser Wasser nochmal durch. Für die Brühe. Alter, Retalk. Da ist immer ein anderes Haarband. Hoch, runter, lang, kurz, Dicker, als auf einmal wieder eine andere fair Frisur. Heulen. Bro, ich schwör, Frisurenkünstlerin. Weil diese ganze Rauch die ganze Zeit in die Augen kommt. Und ich mache jetzt Schnecke für Schnecke. Werde ich nochmal nachgrillen und dann ab in den Mund. Gut, das ist jetzt die Schnecke. Kann man das sehen? Nee, kann man nicht sehen, leider. Oh. Schau den Titel, Bro. Die schmeckt richtig gut.
Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Schlecki für Hanna. Ich habe das Gefühl, Hanna ist nicht so ein Riesenfan von Schnecken. Oh, geil. Nee, sie mag Fischzeug und so nicht so, gell? Ich bin sehr skeptisch. Ja, aber Schnecken haben ja nichts mit Fisch zu tun. Ja, aber das ist ja so ähnlich wie so eine Miesmuschel oder so. Ja. Okay, so Hanna schmeckt es nicht auf jeden Fall. Babo, es ist gut. Echt? Ich finde. Alter, die Konsistenz ist einfach wie so eine Schuhsohle. Ja, totgekocht, die Dinger, ne? Ey, also wenn das wirklich, wie Chat sagt, eine Delikatesse ist, dann wird das auf jeden Fall sehr sicher anders zubereitet, als so eine Stunde lang totgekocht. Wahrscheinlich, wenn du das nur ganz kurz irgendwie kochst, dann bleibt das vielleicht noch ein bisschen weich oder so. Aber der Geschmack irgendwie... Mir wurde mal gesagt, dass es nach gar nichts schmeckt. Ich finde, das schmeckt... Nach gar nichts. Findest du? Ich finde, das schmeckt ein bisschen nach Krebs, bloß besser. Das wäre meine Beschreibung. Das stimmt, ja. Okay. Ja. Ja, ich würd's ehrlich gesagt in meinem Leben nicht rausfinden, Mann. Sag ich euch ehrlich. Boah, wie viele? Schnecke 1. Richtig Snacks, das hätte sich so Erdnüsse da, gell? Ja, wirklich. Digga, ich bin ja richtig konzentriert am Zuschauen, Alter. Ich schau so rüber, so. Schnecke 3. Schnecke 4. Schnecke 5. Schnecke 6. Schnecke 7. Yo, chill. Zu viel Schnecken. Ganz am Mund voll. Bei Affe, die muss halt auch was essen, ne? Die ist da irgendwie mit... Sonst stirbt die. ...mit paar 50 Kilo rein. Die ist ja übelst schlank. Die muss ja irgendwas essen, sonst hätte die... Also sonst hätte die es ja bis dahin... Wäre die wahrscheinlich schon abgekratzt. So. For real. Also... For real. Wenn die nichts gegessen hätte, wäre die wahrscheinlich gestorben. Die hat ja gar keine Reserve. Also nicht gestorben, aber die hätte halt... Die stirbt, ja. Dann hätte die hätte fucking drücken müssen, I guess. Die hätte schon drücken müssen. Habe ich Hanna gesagt? Ich meine Affe. Affe. Mal sehen, ob das Power gibt für den Tag. Ich weiß nicht, ob das dumm ist, das ist sehr wahrscheinlich dumm. Aber guck mal, das könnten die Tischbeine sein. Oh mein Und Gott, das Bro. Das sehe ich mir jetzt gerade. Digga, was geht bei Affe ab, ey? Super. Hanna ist wirklich wie so eine Kindergärtnerin. Ja, ja, wie so eine Mutti. Ganz ja. großes Kino. Ganz großes Kino. Das finde ich Als auch. Als wäre sie in einem riesigen Abenteuerurlaub, wirklich. Ja, auch ist geil. So. Das ist schon wieder so ein Projekt, das wird 100%ig scheitern, bringt aber Laune. Ich weiß nicht, irgendwie fühle ich das. Und jetzt hier so ein drittes Bein raus und dann einfach rauflegen. Und wie sitzt du dann dran an dem Tisch? Der ist nur zur Ablage dann. Ist das krank. Sieht aber aus, als könnte das auch werden. So, heute ist wieder mal Zahnputztag. Zahnputztag, na klar. Das letzte Mal. War auch smarter, sind so einem kleinen Parfümfläschchen mitzunehmen. Und das ich hätte sogar nur einen Halm. Hm. Wir haben es auch smart Boah, gemacht. Diese Gerüche. Ja, wie? Wir hatten das in so einem, also ein bisschen größer als das, aber so, es war ungefähr so groß, würde ich sagen. Und es war auch so ein Glas, so ein längliches Glasding. Aber wir konnten den Deckel abschrauben, wir konnten gar so viel rausnehmen, wie wir wollten. Wir ja, mussten aber nicht pumpen davon und so. Ja, auch übel wenig. Ne? Ja, ja. Hm? Oh, schäumt das krass. Ihr habt keine Zähne geputzt? Das stimmt. Wir haben keine Zähne geputzt. Das ist krass. Geil. Ja, und während sie da jetzt ihre Zähne putzt, bin ich hier am Waschen. Aber wir haben das Waschmittel ja nicht nur für Zähneputzen gebraucht, auch für andere Sachen. Wasser filtern und trinken, denn wir haben ein bisschen zu wenig getrunken heute, glaube ich. Also ich weiß nicht, wie bei dir ist, aber ich habe auf jeden Fall zu wenig getrunken. Ja, man sieht es an den Lippen auch schon so, die sind schon so extrem ausgetrocknet. Was hast du? Oh, die mit dieser Brühe. Brühe? Ging's ganz gut. Ah, mit der Brühe ging's ganz gut. Ah, stimmt, wir haben die Brühe. Man hat's komplett verstanden, warum tut sie so? Hä? Ah, mit der Brühe. Wow, man hat's ganz normal verstanden. Alles easy, okay. Hab das schon wieder ganz vergessen. Daher vielleicht auch die Power heute wieder. Ich finde das so geil. Guck, man hat einfach was zum geworden. Abstellen. Krank, ja, ist doch, ist stark. Doch, stark, sehr stark. Und stark muss sich nicht immer bücken, weißt du? Man kann ja auch mal seinen Rücken schonen an Tag 7. Und wir haben heute original 10 Beeren, das heißt, jeder bekommt 5. Krank hat einen Tisch gebaut. Jetzt ist wieder bei Wieland, oder? Das sieht mir nach Wieland aus hier. Die müsste auch mal bald kommen. Ja, wo sind wir? Ey, die Folge ist halb zu Ende. Wo sind wir? So, wir haben gerade über 3 Stunden gepennt. In unserem fantastisch geilen Shelter. Decker. Hat sehr, sehr gut getan. Haben wir uns aber auch verdient nach dem ganzen Marsch. Das war echt weit. Warte mal, es ist jetzt 17 Uhr, stand da, ne? Ja. Die haben 3 Stunden gepennt. Das heißt, die waren 14 Uhr vom Marsch wieder zurück. Circa, wahrscheinlich so 2 Stunden hin, 2 Stunden zurück gemarschiert oder so. Ja. Das war echt weit. Jetzt haben wir mehrere Sachen zu tun. Wir wollen auch diesen Plastikdeckel
daran zimmern, dass wir noch ein besseres Dach haben. Wir wollen versuchen, in der Glasflasche zu kochen. Wir haben ein Feuerholzproblem. Das hier ist so alles das trockenste Treibgut, was wir gefunden haben. Aber brennt stabil. Alles richtig scheiße. Ah ja? Wir müssen dann irgendwie noch im Sumpf von Grovenwald suchen. Sah schon, finde ich, sehr trocken aus. Versuchen, irgendwas Feuerholz zu finden. Oder wir gehen mal da hinten in den Wald rein. Alter, bisschen weiter weg vom Sumpf. Safe, Alter. Vielleicht finden wir da was Besseres, weil Feuerholz, das ist doch alles so morsch und mistig. So, weil da hinten diese Kleinquellen versiegt sind, wo es aus dem Stein kam oder da hinten aus den Felsen getropft ist. Wollten wir die Quelle abchecken. Die ist kleiner geworden. Viel kleiner. Hat sich halbiert. Am ersten Tag kamen wir hier nicht über den Fluss rüber. Krass. Sondern mehr als halbiert. Wir müssen fast hoffen, dass es regnet, ne? Ja. Krass. Also ich meine, aktuell, es kommt noch relativ viel raus. Aber wenn das jetzt jeden Tag sich halbiert, dann haben die bald nichts mehr. Ja. Weil wo wir heute langgelaufen sind, waren auch Flüsse trocken. Dann dachte ich, okay, vielleicht sind die seit Wochen trocken. Aber die sind seit ein, zwei Tagen trocken. Aber das ist nicht so geil. Julia kennt? Aber noch, ja, Julia kennt, ja. Tut er ja gut fließen, komm. Ja. Ich habe alle direkt immer bei Release geguckt, also so 4 Wochen ist das jetzt circa. Ja, hast du auch schnell zu vergessen. Ja. Ich hätte schon alles vergessen. Wir haben eh kein Mikroport mehr. Ist auch egal, ob wir dann Süßwasser haben. Ja, ist auch egal, wie Dicker, wieder der scheiß Hut an. Oh mein Gott. Der fuckt mich so ab, der Hut. Hochtopfarm oder nicht? Das war schon wieder bei den Männers, okay. Ja, Dicker, wir kommen einfach nicht dran. Da sind wir wieder. Oh, wir nicht vorbei, der Tag. Oh nein. Er denkt über das Leben nach. Versuchen wir noch ein paar kleine Fische zu keschern. Ich sag's euch, wie es ist. Es ist nicht einfach. Was mir halt leid tut, ist für den Sascha. Der braucht viel mehr als ich. Ich habe mir so viel Fett angefressen. Also, ich habe versucht nach Let's Dance. Durch 12 Kilo. Ja, bei Sascha geht's halt direkt auf die Muskelmasse, oder? Ey, Sascha verbraucht allein durch die Muskeln halt 5000 Kalorien am Tag wahrscheinlich. Der macht eine richtige unfreiwillige Diät. Abgenommen. Versucht so viel wie möglich, mehr ging nicht. Bin wieder auf 100 Kilo gegangen. Ich war, glaube ich, bei 90 oder so, bin wieder auf 100 Kilo gegangen. Ich weiß, dass sein Körper viel mehr verbraucht. Ich will ja auch immer, dass er den ganzen Fisch isst. Auch den Fisch, den wir heute gefangen haben. Er will immer halbe machen. Er ist halt ein Herzensguter. Aber ich weiß, dass er kein Fett hat. Seine Muskeln verbrauchen so viel. Das ist das, was mir Sorgen macht. Dann sehe ich ihn da stehen, Kopf unten. Oh. Wir sind hier nirgends ausgesetzt, wo irgendwie Flüsse mit Lachsen sind. Das ist halt einfach nicht der Fall. Vielleicht haben die anderen Kandidaten da mehr Glück, sind an solchen Stellen, wir sind... Also ich kann sagen, Bro, bis jetzt seid ihr das Essensteam krasseste. Also das Essen, was Essen angeht, das krasse Team. Ist nicht. Dafür haben wir schöne Landschaft und ein paar Bären. Bären, die wir schon abgefressen haben zum größten Teil. Ist das wirklich alles so, dass Muskeln Kalorien fressen? Ja, Mann. Dein Körper braucht Energie, um deine Muskelmasse aufrechtzuerhalten. Also hast du einen höheren Grundumsatz quasi. Gut. Morgen und dann noch eine Woche. Lecker Nüsschen. Das sind Orcas. Wow. Wow, crazy. Schöne Aufnahme. Crazy. Die einfach so rumtimmeln. Gegen den Sturm am Abgrund entlang. Und wenn ich nicht mehr kann, denk ich daran. Irgendwann laufen wir zusammen, durch weil uns einfach nichts mehr halten kann. Dann wird alles gut. Knossi, du bist 1-2, Bro. Knossi hat reingeschissen. Grüße gehen raus an Tokyo Hotel. Dinnertime, es ist wieder soweit. Jetzt heißt es wieder, einen Fisch zubereiten. Jetzt gibt's ihn gleich. Ist schon aufgespießt, ausgenommen, Feuer brennt schon. Das sind die Momente, wo man einfach unfassbar dankbar ist. Ey, ich finde, wenn so ein Fisch auf so einem Stock ist, für den Fisch. Mit dem Mund so, dann sieht das immer aus, als würde der Fisch dem Stock so den unglaublichen Deep Throat geben. Checkt ihr das? So eine Dankbarkeit verspürt. Guck mal so, das sieht so aus, als würde der Fisch richtig gönnen, Alter. Was? Sich mit dem Lebewesen halt wirklich auch auseinandersetzt und. Also, einfach nicht denkt, auf den, gell, Dank. Und so, aber ihr checkt schon. Und wir werten halt alles, ja. Nur was mich glücklich macht, ist, wenn Sascha glücklich ist. Guck mal.
So. Der ist wirklich, der leckt schon so. Wir haben noch geil angefangen. Pfeffer und Salz, jetzt filetieren. Jetzt wird erstmal das Ding halbiert. Oh ja, guck mal, schön. Du musst essen. Ich sag schon, ich möchte, dass schön, du den Fisch isst. Ich möchte, dass du den isst. Schau, wie schön der da abgeht. Wow, das ist clean. Wow. Schau, das siehst clean. Du das? Ich sehe es, ich bin ganz nah dran, gesoomt. Ich sehe es. Jetzt gönnen wir uns, komm. Siehst Sascha, du das? Ess du bitte. Hör auf, wieso soll ich denn essen? Du morgen Geburtstag hast und du hast viele Muskeln. Nein. Doch. Halbe, ich mag das nicht. Aber ganz halbe, ich mag... ich mag das nicht, ich mag das nicht. Ich mach ganz halbe. Bitte, bitte, nein. Bitte, nein. Bitte. Nein, muss ich echt, na, das sage ich nicht, ja. Das sage ich nicht, ja. Das mache ich nicht. Da ist so ein schlechtes Gewissen, mag ich nicht. Ich hab kein, du brauchst keins haben. Ich will, dass du das, dann bist du morgen kräftig, dabei ist Geburtstag. Nein. Keine Diskussion. Salz raus, wir essen. Komm, das ist die Hälfte. Bruder, da gibt's für mich, das geht in 1000 Jahren für mich nicht. Ich kann die ganze Hälfte nicht essen. Wieso nicht? Nee, er ist schon satt, er macht's auf den, er ist schon satt, alter, krank. Nee, Bruder, hab schon vorher da bei der Suppe da irgendwie am Catering und so, ne? Ja, okay. So, wir machen das. Das schmeckt lecker alleine hier, das Zeug. Da. Ja? Ja. Bitte. Was soll ich nehmen? Alles. Ja, Sascha, wo ist deins? Zusammen im Mund? Roll das zusammen bitte, und dann kauf. Komm, bitte, iss einfach hier ein Stück. Wie so ein Päckchen und dann drauf rumkauen. Schmeckst du? Ja, schmeckt wie Sushi. Ja. Ist gut. Ist gut, ja. Denk ja schon wieder nicht. Ja, wann kommt Papa Platt und Reese? Wow. Ja. Ich will Papa Platt und Reese jetzt sehen. Aus unserem Shelter. Ja, Mann, du sagst es. Die letzten Sonnenstrahlen treffen genau uns. Sieht echt geil aus hier. Wir wollen und ihr Reese. Seht hier schon unsere geile Wäscheleine. Wir da wollen haben wir Reese. Mein Merino-Shirt. Wir wollen Reese. Wir brauchen das Riot-Emote. Deine Socken, dein Shirt und dein Badeanzug. Wart ihr so wenig Content? Oder? Bittere Wahrheit. Wir sind Wahl, jetzt hier schon bereit zum Schlafen gehen. So cozy Schlafen aus gehen. Wir werden jetzt sicher noch 2 Stunden quatschen, so wie es halt immer ist. Aber es ist nicht für eure Ohren geeignet. Ja, genau, nicht den für ganzen eure Tag Ohren geeignet. Erstmal weg mit euch. Jetzt ist es wieder. So. Ja. Ja. Dann? Was denkst du, was haben die da gelabert? Was labern jetzt da 2 Frauen, wenn die so alleine da sind? Männergeschichten. Sagen die so, in wen, bin ich in wen bist du verliebt? Ja. Sag mir ehrlich, in wen bist du? Sagen die so. Ja. Hey, sag mal, in wen bist du? Ja. Ja, oder vielleicht ein paar kleine angesexte Stories auch. So Sachen. Jo. Jo. Hast du schon mal von mir angesexte Stories einer Freundin erzählt? Ja. Jo. Hey, man redet da doch drüber mit Freunden. Du redest im Podcast drüber. Über unseren Sex? Nein. Natürlich. Was habe ich gesagt? Weiß ich nicht, schon voll oft. Redest du da nicht mit so Kevin und so drüber? Normal. Ja, also. Ich wollte ja nur von dir hören. Ja. Nacht, Leute, und ab zu den nächsten. Ja! Dicker, endlich! Skip. Ich sag ehrlich, Skip. Gibt die in dieser wunderschönen Kulisse werden wir hey, yo, was geht ab? Decker, ich bin auf einmal Balenciaga-Model geworden. Nun 2 Tripods zusammenbauen. Das sind einfach 3 Stöcke, die so zusammengebunden werden. Dann halten die, das packen wir hinten drunter, wird geil. Okay, geil. Dann brauchen wir erstmal viel Seil. Junge, ich hab Tutorial gemacht. Wenn ich auch das jetzt schon wieder so höre... Du redest die ganze Zeit so nasal und du hast auch so eine Mimik, als würde deine Nase verstopft sein. Kann schon sein. Hast du eine verstopfte Nase? Ab und zu vielleicht. Manchmal war es halt, ist halt mal so dieses Typische, wenn man so von der Nacht morgens aufwacht und Nase ist verstopft. Kennt ihr das? Ach so, Fingertipps-Tutorial. Ja, ja, die Hobbitik. Mit Jobbitz. Hier ist das Meisterwerk. Der erste Trieb. Digga, mir ging es gar nicht mehr gut, glaube ich, Alter. Ist fertig. Mit Sean Pütz, Alter. Genau, davon bauen wir jetzt noch einen, beziehungsweise Dominik. Ich habe hier noch einen weiteren geschnitzt, dass wir jetzt 3 haben. Und dann brauchen wir wahrscheinlich, wir haben gerade gesehen, wir haben leider nicht genug. Wir müssen dann jetzt noch einen Baum fällen. Übelst Bock, aber egal. Du hast gerade genickt, dass dieses Netz so runtergefallen. Ja, ich hab's nicht gesehen. Da war es gerade erst gut. Jetzt, dass wir jetzt 3 haben. Und dann brauchen wir wahrscheinlich, wir haben gerade gesehen, wir haben leider nicht genug. Bruder, was für eine dumme Scheiße, Mann. Was für eine dumme Scheiße. Wir müssen dann jetzt noch einen Baum fällen. Übelst Bock, aber egal.
Ja, und dann kann das da hinten schon eingebaut werden. Ultra nice. Ja, ich bin da wirklich auf 1 HP unterwegs, Alter. Geil, machen wir's so. Machen wir mal einen zweiten davon. Tripods stehen. Die sind hier fix. Hier hinten habe ich auch schon die lange Stange vorbereitet. Hier diesen. Jetzt wird aufgebockt, der. Und jetzt wird es ein bisschen tricky. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Einer wird es jetzt hochheben und der andere wird dann die Sachen platzieren. Ja. Das wird wild jetzt. Ist ein bisschen wild. Ich hoffe so sehr, dass das jetzt nicht irgendwie weird zusammenfällt. Ja, famous last words. Boah, ich hoffe so sehr, das hält, ne? Nicht, dass wir uns hier fehl kalkuliert haben. Guck mal, wo kann ich das machen? Oh, guck mal, wie der Chef anhebt, Chat. Ja, aber du bist richtig im Rundrücken. Der Rücken muss gerade sein, ja? Ja, aber das wiegt 1 Kilo, oder? Und dann aus den Beinen heben. Das ist wichtig. Ja, aber dich nicht bei so. Alter, das könnte jetzt alles ficken, ne? Der Rücken, jetzt ist der Rücken gerade. Warte. Doch, jetzt ist er gerade. Das sieht noch so ein bisschen wegen meinem voluminösen Arsch. Sieht das so aus, aber er war actually gerade. Das hört sich nicht so an, als würde das nur 1 Kilo wiegen. Es war schon schwer. Aber ich habe halt auch 7 Tage zu dem Zeitpunkt nicht gegessen. Hoch! Kannst du die noch ein bisschen niedriger machen, die Tripods? Ja. Ja. Dann werden die ein bisschen instabiler. Ich weiß nicht so. Da habe ich wirklich. Ey, Chad, ich habe wirklich für mein ganzes Leben okay, festgehalten. Halt. Direkt viel warte, besser, noch, der warte, Aal. Direkt viel schöner. Boah, wie ein Mann hältst du das? Nein. Ja, ne? Scheiße. Guck, und ich dachte so, ich kann abstellen, aber Kevin hat gefumbled, ich musste noch länger halten. Der braucht so lange, ja, Mann. Warte mal, hier ist, oh, Digga, es ist unlucky, hier ist ein Loch. Er braucht so lange, guck mal, ich heb das halt durchgängig. Auf 7 Tage nichts gegessen, Alter. Halt noch kurz. Ja, ist der Content-Kevin wieder zuschlägt. Leute, ich habe ein Lego-Teil verloren. Ah, hier ist es. Oh, der drüben steht auch gar nicht gut. Ein bisschen wackelig aus. Okay, lass mal los langsam. Warte. Warten oder lass das? Ja, kann, ja. Oh. Wow! Okay. Apex Reese. Puh. Peak Male Performance. Besser wird's nicht mehr. Boah, ist auf jeden Fall ein bisschen höher, als wir wollten. Das muss man ganz klar sagen. Aber schön. Wow, puh, was für eine Shelter. Aber geil. Richtig geil. Da stehe ich sie. Also, Digga, das. Ich weiß nicht, was mit diesem T-Shirt passiert ist, Chat. Aber das sieht wirklich aus, als hätte ich so ein Kleid an, gell? Das ist irgendwie viel länger geworden. Am Anfang war das noch so, ja. Okay, ein bisschen länger, aber mittlerweile, das geht ja fast bis zu den Knien, Alter. Wisst ihr, wie ich aussehe? Wie so eine Mutti, wenn die so ihr Putzkleid anhat, Digga. Ihr so ein Putzfummel, Alter. Ja, Mann. Ja, das ist so von aus durch die Sonne und so ist das mega ausgeleiert irgendwie. Ja, und du hattest halt schon abgenommen zu dem Zeitpunkt. Ja, I guess, ja. Das ist und nicht ich, mehr so. Und ich hab's halt nicht auch in die Hose gesteckt und so, ne? Ich weiß es nicht, wie es auf der Kamera rüberkommt, ob man das gerade fühlt. Aber da kann man jetzt schon viel mehr Platz nutzen, Alter. Die nächste Quest wäre dann, hier hinten auf jeden Fall zumachen und Seiten ein bisschen dichter. Ich habe ein bisschen Angst, dass uns das irgendwie auf die Fresse kracht, die Nacht. Stabil? Eigentlich schon, ja. Ja, das sollte schon passen. Sollte passen. Hey, Dicks. Okay. Das ist es heute. Das ist die Arbeit für heute. Das ist das Upgrade. Boah, in Real Life sieht es richtig nice aus. Auf der Kamera sieht es irgendwie voll schäbig aus, aber. Ja, das Shelter war eine optische Täuschung, Chat. Das ist wirklich nice. Wenn, das sah wenn echt da viel noch krasser fertig aus Moos als oben drauf ist, Kamera. Ist auch noch ein Upgrade. Und die Seiten, dann wird es richtig das, geil. Nein, aber es war wirklich ein ja, echt das so Trinken viel krasser nach hier aus. Verlagert. Da ganz hinten ist unser Shelter. Weil hier ist diese flüssige, oder fließende Stelle, die Dominik... Diese flüssige Stelle. Ey, immer da, wir haben das genannt, unser Wasserloch. Und immer dort saßen Kevin und ich und haben so, wenn wir mal so keinen Bock mehr auf unser Shelter hatten, saßen wir da und haben so gelabert über Gott und die Welt und so. Gelästert über unsere Freundinnen natürlich auch. Und das Wasserloch war unser Conversation Pit. Gefunden hat. Und das ist jetzt hier immer so unser neuer Spot.
sitzen wir kurz hier. Was soll ich dazu sagen? Guckst du mich an? Nix. Ich glaube, ich muss gleich wieder kotzen von Sodbrennen. Ja. Jeder irgendwie so 300 Milliliter. Dominik kotzt mal wieder, weil er Sodbrennen hat. Alles wie immer. Guck mal, richtig, aber richtig Schmerzen. Ich habe richtig Schmerzen, Alter. Sehr, sehr geil. Wir sind schon die ganze Zeit am Rätseln, was es ist, ob es irgendwie, also weil ich habe es jetzt nicht so. Es kann jetzt also eigentlich nicht deswegen sein, weil wir irgendwas Bestimmtes gegessen oder gegessen oder getrunken haben. Ja, Digga, man sieht richtig. Man sieht richtig, bei mir kracht's rein. Das war aber voll oft halt, ich weiß halt nicht, ob das Sodbrennen bei noch Sodbrennen normal ist oder so. Oder ob das jetzt was Spezielles war, aber wenn ich halt was getrunken habe, hat sich das angefühlt, als würde mein Magen so platzen und als würde er das wieder so rauskotzen wollen. Oh nein. Ja, guck mal, das war wirklich so, dass ich gewürgt habe und shit. Falls du gleich kotzen musst, halte ich so schamlos drauf. Ja. Jesus Christus, wirklich, erbarme dich, was hab ich mir gemacht, Alter. Wirklich on top zu allen Anstrengungen, muss ich, aber das ist immer nur abends, Bro, weißt du auch, das ist ganz komisch, immer selbe Uhrzeit kommt das. Ich trinke gerade 3 Schluck Wasser, wirklich, ich habe gekämpft, nicht zu kotzen gerade. Und es ist noch nicht 100% beim Berg auch. Jesus Christus, erbarme dich, habe ich gesagt. Gut, es war auch so, ja. Ich habe um Erbarmung gebeten. Ich kotzen, aber ich denke mir, da verliere ich so viel Wasser auch beim Kotzen. Ja. Ist auch nicht so smart wahrscheinlich. Ja. Also ich glaube, wir wissen, dass wir es schaffen, aber es bockt trotzdem nicht. Nee. Also wir haben jetzt vorher auch nicht gedacht, dass das jetzt hier der Wald ein Supermarkt ist und wir einfach hier reinlaufen oder dass... XD, schau das an, Martin. Wie die große Entertainment-Show abläuft. Dass wir haben hier keine Blicklichkeit. Jeden Tag uns einer einen vortanzt oder so. Es war schon klar, was es wird, aber was die wirklich 14 Tage bedeuten. Wirklich in den letzten 2 Staffeln wäre jetzt heute Ende oder halt morgen früh. Na, aber wir, bei uns geht's weiter so. Und das ist crazy. Das ist sehr, sehr crazy. Ja, Mann. Also 14 Tage ist echt nicht zu unterschätzen. Ich glaube aber trotzdem, dass wir zu zweit sind, ist mega geil. Also ja. So mental geht es mir halt voll gut. Ich habe jetzt nicht so das Problem, dass ich jetzt irgendwie voll abkacke. Nee, kein Klatscher, Nein. Ich dachte, ich hätte irgendwie viel mehr Angst irgendwie abends, wenn ich penne oder so. Ich schlaf voll entspannt, also das ist richtig geil. Ich verschnarch alle Tiere, die kommen. Ja, gut, Dominik schnarcht halt, aber ansonsten easy. Das ist halt ein unfassbarer Vorteil. Aber ich meine, der Hunger teilt sich nicht auf einmal in zwei, nur weil man zu zweit ist, ne? Ja. Also. Und die Kraft verdoppelt sich auch nicht. Ja. Also klar, wir können so Sachen wie Segen und so aufteilen, aber das war's dann auch schon. Chill, was würdet ihr denken von 0 bis 10 in dem Moment, wie ist unsere Verfassung? 4, 5, 6, ne? Das ist das meiste, ja. Ja, ich würde auch sagen, du eher 4 und Kevin so eine, ja, wobei 7 auch nicht. Ich glaube, ich würde bei Kevin auch eher auf eine 6 gehen. Ja, ja, ich ein bisschen lower als Kevin vielleicht. Aber ich habe euch auch die Wahrheit erzählt, ich habe nicht verheimlicht. Ja, ist crazy, Leute, wirklich. Ey, wir hängen da richtig. Krasse Erfahrung. Würde ich die jemals wieder machen? Nein. Es ist irgendwie trotzdem cool, dass wir da sind, I guess. Ja. Das ist gerade so eine Nummer, die ist jetzt wirklich die Hölle auf Erden. Aber es ist cool, das in 5 Jahren, 10 Jahren Leuten zu erzählen, dass wir das gemacht haben. Ja. Ich meine, das kann nicht jeder erzählen, dass er mal 14 Tage in Kanada war und nichts gegessen hat, Flusswasser trinkt aus irgendeinem Pissding da, sich ein Shelter selber gebaut hat, ist schon krass. Chilliger Talk, während Dominik versucht, sich nicht zu übergeben. Oh, scheiße. Digga, ich war am Kämpfen, Mann. Ja, stimmt. Nicht nur erzählen, sondern man hat die Aufnahmen sogar. Ich kann sogar meinen Enkeln zeigen, wie ich in den Fluss gefallen bin, Mann. Richtig, richtig geil, Alter. So, die Abendvorbereitungen starten wieder. Da werden die sich richtig freuen, Mann. Sumatra... sägt unser... Howdy in Chat. Geholtes Feuerholz, auch anstrengend von da hinten. Und ich betone das Ganze. Ist das deutsche Wort betonen? Das finde ich doof. Doch, du betonst es. Das finde ich doof, den Begriff betonen. Was? Spalten tue ich's. Ach, betoning. Ach so, ja, das ist doch Englisch, das ist doch nicht Deutsch. Mehrfach spalten. So, jetzt viel betont. Das ist hier Mangrove. Das war hier relativ frischer, toter Baum.
Hier ist noch ein anderer. Das findet ihr doof, okay. Und wir werden beide immer besser. Einmal NPC-Shit, Bro. Doch, wir haben heute gut Feuerholz. Ich zeige euch jetzt unsere Flaschenkonstruktion. Die wird gut platzen, sag ich. Wir haben eine Flasche. Oh, Glas. Wir denken beide, dass diese Flasche einfach platzen wird. Aber es ist unsere einzige Chance. Wir haben einfach keinen Kochtopf. Was würdest du sagen, Platz? Ey, ich will also was wir schon alles gemacht haben, ja, ja, um Wasser zu machen, ist geisteskrank. Das ist echt heftig. So Leute, Experiment startet mit der Flasche zu kochen. Ist Wasser schon drin? Ja, ja, Wasser ist drin. Ich finde die hängt viel zu tief, oder? Nee, die Flammen sind echt nicht so heiß. Nimm mal, ne? Schon mal die, dass die brennen. Ich sag, nee, nee, Chat, ich sage, die bleibt. Ja, nimm mal die, die sind gut. Ich sage, die bleibt. Tu mal zwei, drei rein. Die Flammen sind nichts, wenn die platzt, aber wir beide eine Brille auf, das ist gut. Das Wasser hat sich hochgekocht. Vor allem, wenn das Wasser da drin ist, wird es nicht platzen, glaube ich nicht. Ja gut, dann lass abkippen. Schaffst du es alleine? Das wird sehr heiß sein, ne? Aber mit zwei Handschuhen geht das schon. Boah, wie heiß. Junge, richtig kipp krass. Kipp rein. Holy shit. Aber das Ding ist, die haben die Flasche nicht ausgewaschen, ne? Das ist das Wasser, was da rausgekommen ist, die Überreste der Flasche drin. Hat man was gesehen, vielleicht haben die es schon aus. Wir haben eine selbstgebrannte Bärenschnapsflasche, kochen da unser Sumpfwasser, unser warmes braunes Sumpfwasser, füllen das in einen abgeschnittenen Billigplastiktopf von Malaysia, aus Malaysia, in dem irgendwie, keine Ahnung, 10 Liter Wasser transportiert worden sind und tun da unser ranziges Maggi rein, was auch nicht mehr schmeckt und das trinken wir jetzt. Das machen wir jetzt für die nächste Woche. Ja, das machen wir jetzt jeden Tag. Das ist so toll. Krass. Muss man sagen, Shoutouts, ne? Direkt nach Josh Allen, ja, ja. Ja, ja. Ja, ist Maggi noch hier? Es ist so heiß, dass wir das nicht trinken können, ne? Yep. Wollen wir ein bisschen Wasser auch noch abkochen, dass wir das speichern können? Digga, aber warum hat Max auch dieses Ding so auf wie so eine Oma? Haben wir nichts wegen Moskitos? Hey, hey, oh mein Gott, es gibt. Das war klar. Hast es drauf und du hast das Ding hinter dir alles kaputt gemacht. Scheiße. Die Flasche ist kaputt. Ja, aber hä, habt ihr die da leer hängen lassen? Ja, ich glaube. Ja, leer. Moment. Einen kurzen Moment aber nur. Leer darf man nicht. Okay. Leer darf man, for real? Nein, das ist echt so. Das Wasser muss ja die Energie rausnehmen, Bro. Oder kaltes Wasser rein. Ja, eigentlich müsstest du dann die Flasche abkühlen lassen, wieder Wasser rein und dann wieder erhitzen, ne? Die Flasche ist kaputt. Die Flasche ist kaputt. Sie hat's Ja, nicht. Immerhin zweimal kochen. So, kleiner Sonntagsausflug. Obwohl ich keine Ahnung habe, was für ein Tag heute ist. Wir gehen schauen, ob wir den Sonnenuntergang von da hinten sehen, weil wir haben ja noch keinen Sonnenuntergang gesehen, weil hier Nordausrichtung ist. Also die Maggi-Brühe hat mir gerade wieder alles gegeben. Ja, die Maggi-Brühe ist geil. Die war auch richtig lecker, ne? Weil die nicht so. Die anderen Teams haben zu wenig Brühwürfel. Ja. Vielleicht fangen die Fisch. Ja, esst die natürlich, ist überschön. Tolle Pilze und echt. Ja? Blaubeeren. Das sieht cool aus und die Insel. Das sieht halt schade, dass wir nicht einen Sonnenuntergang sehen, ne? Das ist echt schade. Ja, müsste hinwandern. Aber da nur für den Sonnenuntergang laufen, ist auch dumm, weil danach ist die Sonne weg. Und dann müssen wir den Weg zurück. Im Dunkeln über die Glitzsteine. Ja, jetzt geht Tag 7 zu Ende, ne? Wie die aussehen, immer noch nicht beiden. Die Hälfte. Also ich sag's wirklich ungern, aber Max sieht aus wie ein Sexualstraftäter. Max sieht vor allem so ungewohnt aus mit Haaren. Man hat sich jetzt so an die Glatze gemacht. Ja, das stimmt. Aber ich muss wirklich sagen, Max sieht aus, als würde er auf einer Liste stehen, Bro. Also sag mir bitte was anderes. Sag mir bitte was anderes, ja, wenn ihr das seht. Die Brille macht's nicht besser. Da hast du einen Punkt, zerguck. Irgendwie fühlt sich das so an, als hätten wir es geschafft, so, weil wir jetzt. Was wir alles schon gemacht haben. Wir haben nicht mal einen Kochtopf. Unser Kochtopf. Und Wieland nicht, doch Wieland eh immer, Bro. Das ist ja Normalzustand bei ihm. Der Kopf bei der Ankunft war kaputt. Wir haben uns dreimal durch die Mangroven geschlagen. Etliche Male hier gigantische Wanderungen gemacht. Wir haben es geschafft zu kochen mit einer Flasche, zu kochen mit heißen Steinen mehrfach. Wir haben ein super krasses Shelter, eine mega Unterkunft. Es ist, ich weiß nicht, wir haben, das war alles krass. Aber wir sind immer noch nicht bei der Hälfte. So, actually ja, es ist die Hälfte. Wir melden uns ab, war mal wieder ein wilder Tag. In diesem Sinne, Lalelu, nur der Mann im Mond schaut zu, wie die kleinen Kiddies schlafen. Digga, fuck, ich schlaf gleich ein, wenn die so weiter singen. Holy shit, die wird richtig müde, Chat. Gute Nacht.
Digga, ich dachte, gut zu Ende. Digga, das liebe ich, diese Aufnahmen, gell? Finde ich so krass. Oh, bei den Mädels. Guten Morgen. Und auch die Laune ist wieder gut, wa? Laune ist wieder mal top, wa? Guck mal, wie Hammer da liegt. So geil. So ein Wurm. Wie ein Wurm? Die guckt da raus wie ein Wurm. Guten Morgen. Wurm, Wurm. Was geht ab? Was geht ab? Leute, Tag 8. Oh. Tag 8, wisst ihr, was das bedeutet? Einmal noch den ganzen Bums und dann werden wir abgeholt, weil es ist Halbzeit. Alter, es ist so. Es ist einfach Halbzeit. Es ist einfach Halbzeit und es ist so unvorstellbar, dass letztes Jahr um diese Zeit einfach schon die Kandidaten abgeholt worden sind. Yo, das ist krass, das stimmt. Crazy. Es das ist stimmt. So unfassbar krass. Oh, bist du mit drauf? Ja, ist schon crazy. Ich kann das bei den beiden nicht einschätzen, was da für eine Dynamic ist. Weil manchmal ist Hannah schon auch so abgefuckt, oder? Nee, ich glaube, das ist einfach ihre Art. Ja? Ich glaube nicht, dass sie... Nicht jetzt in Ernst abgefuckt, aber so... Aber dass sie so denkt, so... Digga, was machst du denn jetzt, Alter? Es gibt ein Update, Leute. Ich stinke. Wir stinken immer noch. Ja, aber so was? Richtig so ein anderer Körpergeruch. Ja. Ich finde es richtig eklig. Und der geht auch nicht weg, weil es ist schon wieder. Ja, vor allem, wenn man so stinkt, dann noch. Nee. Seid dabei, mich mit Zieder einzureiben. Ich habe meinen eigenen Gerüche. Ich habe mich im Alltag nicht gerochen, so beim Rumlaufen. Ich habe mich aber dann gerochen, wenn ich zum Beispiel nachts in den Schlafsack bin und meine lange Unterhose ausgezogen habe und dann meine Hand mal Richtung Eier gegangen bin, sag ich mal. Macht man halt einfach mal so, um zu gucken, ob alles noch dran ist und so. Ist ja auch gefährlich, ist ja bei Survival wichtiger. Und wenn ich dann zum Beispiel mit der Hand wieder Richtung meines Gesichts irgendwo hoch bin und zwischen den Schlafsack zuzumachen, da kam mir noch mal ein gewisser Geruch entgegen, möchte ich fast sagen, ja. Ja gut, das ist ja normal. Also ich sag mal, da war Yogi Löw-mäßig, ja. Ich hab mal den Yogi gemacht, sag ich mal. Ich hab mal den Yogi gemacht, Chat, aber da war es eigentlich schon mal ein gewisses Bermuda-Dreieck, wo man lieber nicht rein will. Das Problem ist, dadurch, dass du halt auch immer nackt in dem Schlafsack geschlafen hast, hat sich da ja dann nachts auch immer so ein eigenes Biotop entwickelt. Da, also Biotop ist das richtige Wort, ja. Ja. Machen die Einheimischen hier ganz gerne, ja, um sich der Natur anzupassen und so ein bisschen besser zu riechen. Funktioniert nicht. Hä, was machen die? Ich bin schon die ganze Zeit dabei, mich mit Cider einzureiben. Ach, mit Cider einreiben. Das machen die Einheimischen hier ganz gerne, um sich der Natur anzupassen und so ein bisschen besser zu riechen. Funktioniert nicht. Uns nicht mehr. Einfach Absturz. Zu krank am Stinken. Einfach verloren. Wisst ihr, was auch ein geiles morgendliches Ritual ist? Seht ihr das? Das ist Cider, was ich gerade so ein bisschen auseinandergefriemelt habe. Dann mache ich das so, reibe das so in den Händen. Ja, und dann? Boah, und dieser Geruch ist geiler als jede Seife, ey. Mhm. So schön. Boah. Richtig gut. Das jetzt in meiner Erinnerung stinkt das übelst. Ich weiß nicht, was sie da meint. Macht man übrigens. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Die haben Cedar gesmoked. Ja, ich glaube, das ist es. Ein angenehmes Thema. Ich weiß es nicht. Aber es macht man übrigens, wenn man seine Regelblutung hat, zwischen die Beine oben, damit das die Wildtiere nicht so anzieht und man sich dem Geruch der Natur anpasst. Übrigens, Thema Regelblutung. Wow. Heute ist der letzte Tag meiner Regelblutung. Das heißt, danach werde ich noch motivierter sein, weil die Frau hat die stärkste Woche im Monat nach der Regelblutung. Das heißt, es kann nichts mehr schief gehen, Anna. Hey, heißt das, dass sie hat dann noch mehr Energy? Ja. Heißt ein Affe noch mehr Energy? Die macht gleich eine Stunde Workout pro Tag. Bro. Es kann nichts mehr schief gehen. Das geht nicht, ja. Chat. Das geht nicht. War die letzten Tag auf ihrem lowsten Energy. Das war low energy. Alright, gut, ich meine ein bisschen Bescheid, ja. So, Leute, einen wunderschönen guten Morgen. Happy Birthday to you. Oh, hi, Max Geburtstag. Digga, aber Wieland, warum ziehst du das nicht normal an einfach, Bro? Warum siehst du aus wie so ein verfickter fucking... Happy Birthday to you. Ich weiß auch nicht, wie er überhaupt aussieht. Ich kann es nicht mal sagen, Bro. Aber vielleicht ist ihm kalt. Wie ein Wurm. Happy Birthday, lieber Trimax. Und Sascha. Happy Birthday to you. Alles Gute zum Geburtstag. Kann der Geburtstag schlechter starten als das? Kann Geburtstag schlechter starten als ein Gesang von Wieland, Alter? Holy fuck. Geburtstag, Sascha. Das war doch voll süß. Ey. Ja, war süß. War süß, war süß, war süß. Geburtstag. So random. Hätte das gedacht vor einem Jahr oder insgesamt. Leute, wisst ihr, wer auch noch während Seven vs. Wild Geburtstag hatte? Das kommt ja nämlich auch noch dazu. Nein, mach nicht so. Wer hatte Geburtstag?
eine Person hier im Raum. Und so viel können wir sagen, Dominik war es nicht. Ich? Nee, ich war es nicht. Nee. Ja, also faktisch, Chat hatte Julia Geburtstag und sie ist nicht mehr nach Kanada geflogen. Und wisst ihr, was mein Geburtstagsgeschenk war? Also mein Du hast schöne Sachen zum Geburtstag bekommen. Ja, ja, darauf will ich nicht hinaus. Okay, okay. Mein Geburtstagsgeschenk an dem Tag war das letzte Telefonat, bevor ihr ausgesetzt wurdet. Hä? Ihr wurdet an meinem Geburtstag ausgesetzt. Oder einen Tag später. Einen Tag später. Nein. Wie herzzerbrechend. Naja, aber war okay. Wenn ich gestorben wäre, hätte sie immer noch diesen Anruf gehabt, Chat. Ist ehrlich okay, kann man machen. Die Aussetzung war das Geschenk. Endlich mal Ruhe. Ja, Mann. Paar Tage Ruhe hast bekommen. Wir machen heute mal eine schöne Wanderung. Ich habe mir zum Geburtstag gewünscht, weil ich mir einfach einen ganz, ganz, ganz tollen Fisch wünsche. Ganz toll. Laufen wir diesmal wieder in die Richtung, soweit wie es geht. Also ich fühle mich echt nicht so frisch tatsächlich. Frisch? Ja. Boah. Wir gehen am Tag 8 und wir haben mich einmal uns gewaschen. Ich fühle mich nicht so frisch. Nicht so frisch tatsächlich. Es auch nicht so kräftig. Es stinkt. Ich will auch nicht unbedingt jetzt eine Riesenwanderung machen. Ich muss Max, aber es ist halt Max Geburtstag. Ne? Der wünscht sich das halt. Ja, guck, Wieland ist nicht der, der die Wanderung machen wollte. Ja, der will einfach nur Max wollte die Wanderung machen. Da muss ich dann mit. Ich hoffe nur, dass ich nicht zusammenklappe, Alter. Meine Energie ist noch sehr gut wieder. Das wundert mich eigentlich auch. Ja, es sieht irgendwie aber nicht so aus, wenn man ins Gesicht schaut, gell? Nicht irgendwie toll. So, Leute. Max. Die große Geburtstagswanderung startet. Was ist los mit dir? Wir gucken mal da hinten in unsere Quelle. Wir haben gerade viel getrunken, einen Liter. Mehr, vielleicht ein bisschen mehr. Naja, doch nicht einen Liter. Guck mal in unsere Quelle, die wird ja von Tag zu Tag kleiner. Und hier haben wir ein riesen Gefäß dabei, was wir noch neu gefunden haben. Das spüle ich kurz aus. Da lagern wir unsere Beeren drinne. Ja, und dann seht ihr jetzt heute wieder was Tolles. Das Problem ist, wir sind bei der Aussetzung um die Insel gefahren. Aber wir haben da nicht drauf geachtet. Wir sind nur an einer Bucht vorbeigekommen, die wir letztens gesehen haben. Da meinte der eine von der uns abholt im Notfall. Der Soldat meinte dann, da wollt ihr nicht ausgesetzt werden. Der Soldat. Fragen wir uns die ganze Zeit, warum? Erfahren wir vielleicht heute. So. Guck mal. Jetzt du noch da hinten und dann waren wir so weit wie beim letzten Mal. Das ist nicht weit. Boah, das ist ein rutschiges Scheiß. Das ist so weit, wenn man es nicht kennt. So. Hier müssen wir leider rein. Hier sind die Büsche nicht ganz so hoch. Aber wahrscheinlich finden wir auch noch Beeren unterwegs, die wir dann einfach abzwacken können. Und? Besser wird's nicht. Was für ein außergewöhnlicher Geburtstag. Ich frag mich, was Sascha an seinem Geburtstag macht. Boah, jetzt müssen sie cutten, jetzt müssen sie cutten. So, wir sind wieder umgedreht. Nein! Opportunity verpasst. Wieder zu dicht. Boah, das sieht krass aus. Das sieht aus wie bei Herr der Ringe, Mann. Wie kommen wir um diese Ecke? Durch den Wald schaffen wir es nicht und außenrum ist super schwer. Komm weiter. Da dran rum. Digga, Wieland will nicht. Wieland will nicht, aber Max zwingt ihn und er gaslightet ihn, weil er Geburtstag hat. Ja. Was zugegebenermaßen ein guter Gaslight ist. Kletter finde ich auch unsicher. Guck mal, wie das alles hier so, ne? So, ja. Jetzt kommt der Kackpart, wo wir letztes Mal umgedreht sind, aber heute müssen wir den schaffen. Digga. Wenn du da ausrutscht, Alter. Ey, da sind so voll viele rote Algen. Ist das doch Red Tide? Ich glaube, ja. Das ist nicht unbedingt Red Tide. Okay. Nein. Wie sollte man denn hier einen gelben Knopf drücken? Im schlimmsten Fall hast du einen nassen Fuß. Oh, ist das kacke. Sieht aus, als wäre da jemand abgeschlachtet worden. Ja, so aber es sieht doch krass aus, wie das so durchgeht, oder? Ja. Ist das kacke, wie nervig. Da ist eine riesen Bucht vor uns und es sind 3 Meter so eine Ebbepfütze. Jetzt kommen wir. Digga, die können doch da kurz durchlaufen, dann bin ich dumm, oder? Da über die Steine, so links, so hier so. Rutschig, ich muss halt ja, alles ist rutschig. Die laufen schon seit einer Stunde auf rutschiger Scheiße, oder? Bin ich durch, oder was? Ja, genau so wie Land. Junge, wie krank die Steine da aussehen. Boah.
Meisterleistung. Den Rückweg können wir aber knicken, ne? Jetzt anzufangen zu regnen und die Flut macht das Ding hier zu. Ja, also tschüss. Gekriegt, ne? Wir müssen jetzt hoffen, hier Bären zu finden. Sonst war das ein komplettes Desaster. Es hat sehr viel Energie gekostet, lang zu klettern. Und wir wissen auch nicht mal, welchen Rückweg wir gehen. Weil da wird Flut sein. Der Wind kommt auch noch von da. Das können wir knicken. Sumatra, hier sind Bären. Viele. Hau dir den Wanst voll. Komm her. Ja, Wieland kann gar nicht mehr aufstehen. Der sitzt da hinten, Alter. Geburtstagsfest mal. Und Sumatra, wie viel bist du hier am Essen? Du bist gut am Snacken. Boah. Alter. Die hatten wir noch nie. Aber wie viel Scheiß er damit gesammelt hat. Wie viel von den Ästen und so. Ja. Auf jeden Fall eine richtige Menge, Alter. Und das war der erste Busch hier erst. So, Leute, wir sitzen hier. Haben unsere Ausbeute. Wissen aber nicht, wie es zurückgeht. Müssen erst noch einen Weg finden. Und wenn es regnet, sind wir komplett im Arsch. Und so langsam schwindet auch die Energie. Aber ist ja spannend, oder? Aber wie kann das wohl kommen nach dem 6. Gewaltmarsch in Folge? Spannend ist es. Es ist ein spannender Geburtstag. Wir sind zum ersten Mal irgendwo hingegangen, wo es keinen Weg zurück gibt. Nee, danke. So, Max hat Geburtstag. So lecker. Darf er alles entscheiden, aber ich kann nicht mehr. Jetzt will er mich alleine zurücklassen und da um die Ecke schauen. Alleine zurücklassen? Ich bin da vorne, du bist hier. Ich kann auch das Bärenspray da lassen, wenn du willst. Das ist keine Teamplay-Aktion von dir. Teamplay-Aktion? Du hast gerade anderthalb Stunden von da hinten hierher gebraucht. Ja, deswegen. Ich habe die ganzen Bären gepflückt und ich war immer wieder in den Wald hochgegangen zum Suchen. Ja. Das ist krass, das ist krass. Ich finde uns noch mehr Bären. Du siehst mich ja die ganze Zeit. Hier sind überall Wolfsspuren. Das Doofe ist, wir haben nur einen Akku mit und der geht gleich leer. Ja, so sieht's ja aus um der Ecke. Um die Ecke. Es sind nur Steilklippen, wo der offene Pazifik aufs Festland trifft. Hier können wir nicht wandern. Ja. Ja, man muss halt versuchen, wenn man da laufen will, glaube ich, im Dschungel zu laufen. Aber das ist ja auch, meinten die geht auch nicht, ne? Schade. Ich wäre hier noch weitergegangen, gerne. Ja. Was für ein brachialer Geburtstagsmarsch. Das Runterklettern war viel schwerer als das Hochklettern auf die Klippen da hinten. Meinst du, er zeigt noch, wie er diesen Verlobungsring schnitzt? Also ich weiß es ja, ob er es zeigt oder nicht. Ach so, okay. Ja, nee, dann sag nicht. Und um die Ecke. Ich gehe jetzt zurück zu Romata, der schläft da hinten am Strand. Und dann müssen wir gucken, ob wir irgendwie zurückkommen zu unserer Bucht. Aber da ist alles zu von der Flut. Deswegen müssen wir durch den Wald. Haben wir schon dreimal probiert, nicht geschafft. Er hat schon gesagt, dass naja, mal gucken. Hat er nur privat gesagt? Ah, okay. Wie kann der Körper noch funktionieren? Ich wiege 115 Kilo. Wir trinken jeden Tag nur höchstens 1,5 Liter. Dieses Chlorwasser oder dieses mit Stein abgekochte Sumpfwasser. Meine Hose ist jedes Mal klitschnass. Meine Socken, mein T-Shirt. Alleine was ich da trinke, schwitze ich aus schon am Vormittag. Bei der massiv dehydriert auch. Leistung, die wir hier bringen, müsste ich, würde ich zu Hause. Hört auf, wie er redet und so. Ist mir immer wichtig, dass ich gut hydriert bin. Trinke ich 4-5 Liter bei so einer Aktivität. Und wir trinken seit Tagen so wenig. Und jeden Tag laufen wir in die andere Richtung weiter als am Tag zuvor. Wie lange geht das noch gut? Ey, ihr müsst heute auch noch mehr trinken, Mann. Ich hab auch zu wenig getrunken heute. Ja, mach ich gleich. Kam, wie es kommen musste. No way! Die Flut hat uns mal ganz entspannt. No way, die sind abgeschnitten? Ja. What the fuck? Den kompletten Zurückweg abgeschnitten. Aber es war uns ja klar. Wir müssen jetzt hier irgendwie über die Felsen, aber der Akku ist fast leer. Krass, oder? Ist das krass? Alter, ist das krank. Cliffhanger. Happy Birthday to you. Wie krank. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Sascha. Also süß, aber dieses Sascha weiß gar nicht, was er machen soll, Alter. Happy Birthday to you. Zu deinem 31. Geburtstag. Alles Gute. Ich weiß, du hättest wahrscheinlich gerne Geburtstag mit deiner Frau verbracht.
mit der Familie. Jetzt bist du hier mit mir im Urwald. Ja. ich hoffe es trotzdem. Du hast trotzdem viel Spaß. Ja, auf alle Fälle. Digga, diese Situation ist ja mega weird irgendwie, hä? Er weiß gar nicht, was passiert. Geburtstag werde ich definitiv nie vergessen. Ja. 31. Geburtstag. Bart so lang wie noch nie, Fingernägel so lang wie noch nie. Hände dreckig aufgerissen, komplett abgemagert. Mit dir, allein, auf einer einsamen Insel in Vancouver. Ich glaube, es fließt Tränen jetzt gleich. So bleib, wie du bist. Danke, ja. So ein herzensguter Mensch. Ich habe noch ein kleines Geschenk. Ja. Ach, komm. Jetzt bin ich gespannt, was... Hä? Elotrans, ja! Ich hoffe, er muss auch weinen bei Elotrans, dass ich nicht der Einzige bin. Wie du schon kennst. Nummer 1, gönnen wir uns heute, haben wir uns verdient. Das kann da schon, ist ja klar. Ja, das kannte ich schon, aber ist ja... Geht weiter. Gibt's vielleicht das, was ich nicht kannte, oder was? Ja. Boah, was hat er da? Ja. Koks. Kaugummi. Oh, Kaffee. Okay, jetzt... Was meinen die mit kennst du auch? Haben die das schon abgesprochen gehabt, oder was? Nee, Kaffee haben die, glaube ich, auch so dabei gehabt. Ah. Weil die hatten doch, Kaffee war doch Saschas Luxusgut und der Tabak von Knossi. Okay, und Elotrans? Ja, Elotrans war so Luxusgut von beiden, glaube ich. Aber dann, Knossi hat halt nochmal so ein extra Päckchen für Sascha, so als Geburtstag. Das gehört nur ihm quasi. Ah, okay. Okay. War der erste Schwarze. Ich sag dir, was es ist, ja. Ja? Ich hab's als Angelhaken getarnt für deinen Geburtstag. Das sind... Smint-Minz-Bonbons. Ganz klein, alles voll. Alter, da würde ich heulen. Digga, wenn mir Kevin gesagt hätte, ich habe Tic-Tacs dabei oder so, boah. Smint-Minz-Bonbons, ja. Ich glaube, Wieland hat Max nichts geschenkt, oder? Ich glaube auch. Oh nein, Max hat nichts bekommen. Aber er hat ein Ständchen gesungen. Er hat gesungen. Ja, geil. Ich habe es als Angelhaken getan. Ich hatte so Angst, dass du es erkennst, aber ich habe es so zugeklebt. Es kommt dazu. Habe ich mir daheim schon gedacht, ja. Ich dachte, vielleicht sind es auch bei extra Mikropur. Aber ich weiß, du liebst Minzbonbons. Mein Geschenk, danke. Und noch ein Text. Okay, lies vor. Oh nein, jetzt heult jemand. Lies vor. Happy Birthday, mein Survival-Freund. Auch wenn wir hier draußen in der Wildnis sind und ich dich nicht auf ein leckeres Steak einladen kann, musst du weinen? Habe ich mir Gedanken gemacht, um dir eine kleine Freude zu machen. Ich glaube, Knossi muss weinen, actually. Schnapp dir die GoPro. Rumatra wollte Videogeschenk machen, hat's aber vergessen. Ja, okay, Shoutouts. Und die nächsten 30 Minuten Seven vs. Wild Sascha gibt es nur exklusiv auf deinem YouTube-Kanal. Ganz liebe Glückwünsche auch vom ganzen Team. Warum liest er so auf einmal? Als würde er so einem Kind das vorlesen. Ja, in einer aber Woche Sascha ist doch eh immer so energetisch. Haben wir es wieder geschafft. Was? Ja, nach dieser Folge. Wenn diese Knossi hat ein bisschen Tränen. Knossi hat 100% Tränen in den Augen. Wenn die Folge vorbei ist, geht's bei Sascha weiter. So ist ausgemacht. Direkt nach der Folge geht's bei dir weiter. Nur 30 Minuten. Bis zu 30 Minuten, was du machen willst. Irgendein Exclusive-Content. Was du willst. Ey, wie krass ist das? Das ist schon krank. Das hätte halt auch nur Knossi gekonnt. Wenn ich da gesagt hätte, ich will das machen, hätte ich gesagt, nö. Da hat halt, ja, ist so. Also das hätte kein anderer Teilnehmer bekommen, Bro. Also da hat halt Knossi wirklich alles spielen lassen. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass Knossi gesagt hat, wenn ihr mir das nicht gebt, nehme ich nicht teil. Und die dann so, Digga, fuck, wir brauchen Knossi in der Staffel. Ja, okay, dann mach. Digga, kein anderer hätte das bekommen, Bro. Niemals. Was ist das? Ja, aber... Ihr habt ja auch... exklusiv Material bekommen mit der Podcast-Folge. Wir durften einen Podcast aufnehmen. Ja, ja aber da, also das ist jetzt nichts Krasses. Also was heißt Krasses? Wir haben ja nicht extra SD-Karten bekommen oder so. Nee. Oder doch, haben wir actually. Ja, doch, sagen. Okay, nein, ich nehme es zurück. Wir haben auch zwei extra SD-Karten bekommen. Ja. Ich nehme es zurück, saved, schau das an die Orga. Ja, bin gespannt. Okay, ich nehm's zurück. Also, wie ihr alle vorbeischauen werdet. Ey, und danke. Max' Geschenk war eine Wanderung mit Wieland. Die Wieland nicht mal wollte. Ja. Also, ihr wisst, genau jetzt rüber auf Sascha Hubers Kanal. Dort gibt's jetzt 30 Minuten. Seven vs. Wild exklusiv. Nur bei ihm. Krank. Tschüss. Happy Birthday, Sascha. Seven vs. Wild.
Wow, Freunde, was für eine kranke Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert auch diesen Channel hier, das ist der Live-Channel. Hier kommt die Reactions und so Stuff. Und seid bei der nächsten Reaction einfach live dabei. twitch.tv/Reese ist noch unten in der Beschreibung verlinkt. Ja, Mann, war krank. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.